Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review / Tutorial. Und zwar heute mit dem Plugin Advanced Logger. Ja, kurz AVL. Was macht dieses Plugin? Es ist ein 1.7, 1.8 und 1.9 Plugin. Und es ermöglicht euch, euren Chat, die Commands, die Spieler eingeben, die Commands, die durch die Konsole gehen, die IP vom Spieler, den Hostnamen, also den PC-Namen, und den Spielernamen und seine UUID zu loggen. Das heißt, sobald ein Spieler joint, werden all diese Informationen gespeichert und in ein Dateisystem eingetragen. Das ist vor allen Dingen hilfreich mit dem Command-Log und dem Chat-Log. Falls irgendwer was anstellt oder so, könnt ihr immer zurückverfolgen, wann wer was eingegeben hat, egal wie. Und ihr könnt ihn immer zur Rechenschaft ziehen. Selbst wenn er seinen Namen ändern würde, könnt ihr einfach nachgucken und es trotzdem noch herausfinden. Das dazu kommt auch, wenn ihr zum Beispiel ein Netzwerk habt und dort Leute bannen wollt oder einer bestimmt irgendwas angestellt habt und die IP braucht, kriegt ihr sie auch mit diesem Plugin ganz einfach raus. Der Spieler joint und egal, ob er verschiedene Accounts hat, die IP bleibt die gleiche und ihr könnt die IP bannen und somit ist der Spieler entfernt. Ja, auch sehr performant, klein gehalten. Und ihr downloadet euch das einfach, zieht es auf euren Desktop. Ich habe hier schon gemacht, Version 1.3. Dann zieht es in eurem Plugins Folder. Ich teste es jetzt auf der 1.9, aber es funktioniert wie gesagt auch auf der 1.8 und der 1.7. So, hier ich werde jetzt auf der 1.9 starten und dann erst einmal joinen, weil dieses Plugin bringt uns in dem Sinne nichts, solange wir nicht gejoint sind. Wir haben Optionen, die wir ändern können, um die verschiedenen Sachen auszuschalten. Das kann ich euch danach zeigen. So, wir sind jetzt hier schon. Das ist eine kurze Terms-Abfrage. Die akzeptieren wir natürlich, weil wir starten. Dann die Matrix und wir sehen hier schon Version 1.3 gestartet. So, dann stoppen wir das wieder. Deaktiviert. Zeige ich euch noch einmal kurz, was ich machen wollte. Advanced Logger haben wir schon Ordner. Und hier sehen wir jetzt auch schon die Config. So, in der Config haben wir einmal eine Option, die Matrix an- und auszuschalten. Den Command Log, den Chat Log können wir deaktivieren, den Player Name Log. Die Player UUID Log und den Console Commands Log. Können wir alles ausschalten, aber wofür haben wir das Plugin, wenn wir das alles ausschalten würden? So, das mache ich wieder zu. Hier sehen wir schon Console Commands. Und hier hat das jetzt auch schon erstellt, weil wir gerade das Plugin war aktiviert und wir haben alles eingegeben. Und hier habt ihr dann immer die Datei 28.04.2016. So ist das formatiert, englisches Format. Und hier sehen wir schon Stopp. Sogar mit der Uhrzeit 19.44 und 41 Sekunden. Passt. Und wir haben Stopp eingegeben. Hier ist kein Slash davor, weil in der Konsole benutzt man Slash nicht. Also können wir das hier zumachen. Und das alles nochmal starten. Dann join ich einmal kurz mit dem Spieler. Gib eine Nachricht ein. Minimier dann Minecraft. Und dann gucken wir uns mal an, was ich dann in dem Ordner getan habe. So. Minecraft. Hier, localhost, logging in, downloading terrain, eine ganz normale Welt, nichts Besonderes, so ich gebe jetzt hi ein, und da slash help, okay, help oder slash pl, so, jetzt würde man natürlich denken, das Plugin macht nichts, aber falsch gedacht, so ich stoppe jetzt den Server hier via ingame, server closed. Und jetzt haben wir nämlich ein paar mehr Dateien. Jetzt gucken wir wieder in diesen Ordner. Jetzt sehen wir schon Chat, Commands und Players. Als erstes einmal den Chat angucken. Hier haben wir wieder das Datum und die Uhrzeit. Hier sehen wir 19.46, 11 Sekunden. Geschrieben von Herbie2212 und die Nachricht war Hi. Zum Beispiel morgen wird dann hier eine komplett neue Datei erstehen. Also es ist immer täglich untergeordnet hier in der Zeit. So, Commands. Da werden wir Kommando eingeben haben. Sehen wir das hier auch. 1946, Herbie222, also wir wieder. Und haben slash help, danach slash plugin und danach slash stop eingegeben. Wenn man jetzt zum Beispiel meine UUID haben möchte, müsste man dann einfach nur in den nächsten Ordner gucken. Ja, es ist ein sehr umfangreiches Ordnersystem, aber es ist ein Überwachungsplugin, dafür ist es da. Und hier sehen wir jetzt
kein Spielernamen oder kein Datum, sondern, okay, hier sehen wir Datum, aber die Datei selber nicht, sondern hier sehen wir jetzt die Host-IP, also die IP, mit der der Spieler gejoint ist. Bei mir ist es 127.0.0.1, das ist der Localhost. Deswegen, hier sehen wir schon, Spielername ist Herbie222, so. Und die UID brauche ich jetzt nicht vorlesen. Hier sehen wir schon UIDs und Player Names, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Account habe und mit über dieser ID joine, dann würde hier runter der zweite Account stehen und die ID auch. Und das auch immer, zum Beispiel der gehört zu dem, 1 und 1, 2 und 2 und so weiter. Und ja, das ist auch schon alles, in Anführungsstrichen, was das Plugin macht. Ihr könnt damit halt immer die Kontrolle über euren Server bewahren. Es ist klein, man merkt es nicht. Wenn ihr auch noch eure Plugins versteckt, dann wird es niemand bemerken. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Freut mich immer und hilft mir. Oder abonniert mich doch, damit ihr mal auf dem aktuellen Stand bleibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin Review/Tutorial. Bis dahin, Leute, haut rein, ciao!